Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu den Legungen für die zweite Februarhälfte. Ihr seht hier schon mal ein paar Karten auf dem Tisch liegen, die habe ich rausgesucht, weil ich euch am Anfang dieser Videos immer gerne die astrologischen Ereignisse und welche Energien die mit sich bringen erklären möchte, und das gilt für jeden. Ne? Das sind Energien, die wir nutzen können, das sind Potenziale, die wir nutzen können. Wer sich aber mehrere Videos anschaut, beziehungsweise wen diese allgemeinen Informationen nicht interessieren, der findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann er dieses Intro überspringen kann und wann es dann direkt losgeht mit der Legung für dein Sternzeichen. Also, am 16. Februar haben wir einen wundervollen Vollmond im Sternzeichen Löwe. Deswegen habe ich die Kraft hier rausgelegt. Am gleichen Tag treffen sich unsere beiden Liebesplaneten, Mars und Venus, im Sternzeichen Steinbock in einer Konjunktion. Eine Konjunktion ist immer eine harmonische Verbindung, die die Planeten eingehen. Und sie treffen sich, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, sie treffen sich beide im Sternzeichen Steinbock. Und am 20. geht die Sonne ins Sternzeichen Fische über und läutet somit das letzte Kapitel des Saturnjahres ein. Und diese Energien muss man wirklich im Gesamten sehen. Es gibt also die Vollmond, ne? Vollmond ist ja immer einen Zyklus schließen. Mit der Kraft hier, mit der Löwe-Energie geht es wirklich darum, sich aus diesen Prozessen zu befreien. Der Vollmond schließt einen 6-Monats-Zyklus, aber ich habe das Gefühl, es ist ein großer Vollmond. Das können für dich die letzten Wochen sein, es können für dich die letzten Monate sein, es können aber auch für dich die letzten Jahre sein, wo es wirklich darum geht. Wir sind jetzt bis zum Start ins Jupiterjahr und sogar noch darüber hinaus in einer absoluten Vorwärtsbewegung. Wir haben keine rückläufigen Planeten bis zum 29. April. Wir haben nichts, was uns daran hindert, uns genau das Leben zu erschaffen, das wir haben wollen, auch im partnerschaftlichen Bereich. Nur wir müssen den Mut haben, uns aus den Energien zu lösen, uns selbst, ne, die Karte aus dem Moonology Oracle für den Löwe-Vollmond ist don't let get pride in your way. Also lass dir, ne, sei nicht zu stolz für irgendwas, oder ne, lass nicht das Ego irgendwie dazwischen kommen, sondern shine your light, leuchte ganz hell und tritt aus diesen Energien heraus. So ein bisschen auch, mach was aus deinem Leben. Löwe-Energie ist fünftes Haus-Energie, und die Energien vom fünften Haus sind Verliebtheit, Freude, Ausgelassenheit, Extrovertiertheit, Mut, Abenteuerlust, Kinder, ne? Also spielerisch und leichtig und mit Leichtigkeit und Playfulness ist so ein Wort, das da reinkommt. Aber Löwe-Energie ist, oder fünftes Haus-Energie, ist auch die Energie von Verliebtheit. Ne? Wirklich von Verliebtheit. Und denkt mal zurück, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein. Und ich meine glücklich verliebt zu sein. Ne? Das ist hier, ist glücklich verliebt sein. Was das für eine Energie in einem freisetzt. Und das bezieht sich auch mit dieser Energie nicht nur auf Partnerschaften. Verliebt in sich selbst, verliebt in sein Leben, verliebt in seine Arbeit, verliebt in alles. Ne? Verliebt in das, was man tut. Das ist die Energie, die jetzt hier freigesetzt wird. Mars und Venus in Steinbock wollen, deswegen habe ich diesen Anker hier rausgelegt, streben nach Sicherheit, streben nach Verankerung. Es geht jetzt darum, verlässlich mit Partnerschaften einzugehen. Es gibt im Englischen das Wort Commitment. Und Commitment ist das Versprechen, manchmal auch Verträge, ne, je nachdem. Das kann auch definitiv hier berufliches sein. Aber es geht hier darum, Sicherheiten und Strukturen und Verlässlichkeiten zu schaffen in all seinen Beziehungen, in all seinen partnerschaftlichen Dynamiken. Diese
Diese Energie ist seit 4. Februar bereits, oder ne, diese beiden Zeichen sind bereits seit 4. Februar im Sternzeichen Steinbock, aber sie treffen sich eben jetzt am 16. Februar zu einer Konjunktion und dann am 6. März nochmal. Das heißt, wir haben zweimal diese Höhepunktenergie, wirklich Verbindungen einzugehen oder im partnerschaftlichen Bereich, wie gesagt, auch im berufspartnerschaftlichen Bereich, langfristige Neuorientierungen vorzunehmen. Und mit der Sonne in Fische, wo ich ja gerade schon gesagt habe, das letzte Kapitel von Saturnia. Es geht jetzt darum, die Seele zu befreien. Es geht jetzt darum, in dich hineinzuhorchen. Ne? Die Fischezeit ist immer so ein Reinigungsprozess, ein ganz tiefer Reinigungsprozess. Und was in der Fischezeit auch wundervoll ist, man hat so einen besseren Zugang zu sich selbst. Man hat so einen besseren Zugang zu seinen eigenen Impulsen, zu ne, das, was man hören soll. Ich sage hier bei dieser Karte immer, sie bekommt so Downloads, also so Eingebungen, ne, so Informationen, die sie auf alle möglichen Wege erreichen, wo man verstehen kann, ne, wo man den Prozess, der hinter einem liegt, verstehen kann, wo man das, was vor einem liegt, besser verstehen kann oder auch, ne, wo man die nötige Fantasie, die nötige Tiefe dazu hat, sich diese Zukunft eben auch auszumalen. Und bis 29. April, wo bereits das Jupiterjahr begonnen hat, da kriegt ihr ja auch noch ganz viele Legungen. Können wir das hier alles wirklich antreiben, vorantreiben, uns persönlich in allen Bereichen unseres Lebens neu orientieren und damit wirklich auch mit der Hohenpriesterin einen Abschluss finden, Closure finden, innere Zufriedenheit, inneren Frieden finden, meine Lieben. Und so lasse ich das für den Moment hier stehen. Ich fange jetzt an mit den Sternzeichen. Bis gleich, meine Lieben. Hallo meine lieben Steinböcke, herzlich willkommen zu eurer Legung für die zweite Februarhälfte. Ihr seht hier schon mal zwei Karten auf dem Tisch, die habe ich aus meinem Queen of the Moon Oracle für euch springen lassen. Und ich muss sagen, hier liegt auf jeden Fall Steinbock-Energie. Meine Lieben, die erste Karte, die hier raussprang, ist die Karte Attraction, die Manifestationsenergie, ne, die Sachen, die du mit deiner Energie anziehst. Hier ist ein Riesenmond drauf, der so ein bisschen hier Ebbe und Flut, glaube ich, symbolisieren möchte. Ne? Ist ja auch, die Gezeiten sind ja auch vom Mond beeinflusst. Und die Karte Resilienz. So, für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was Resilienz bedeutet die psychische Belastbarkeit, wie man mit wirklich schwierigen Situationen möglichst gut umgeht oder ne, wie man die Kraft hat, das wirklich zu bewältigen. Und das ist für mich eine Steinbock-Energie. Ne, ich habe dieses Wer kommt auf mich zu? Reading, was ich da vor ein paar Wochen gemacht habe. Da hat in der Steinbock-Legung jemand zu mir gesagt, wir wären keine Steinböcke, wenn es einfach wäre. Das mag sein, meine lieben Steinböcke, ne? Das ist euch in die Wiege gelegt, so zu denken und wirklich, ne, Biss zu zeigen und die Dinge durchzuziehen, ne? Ihr macht keine halbherzigen Sachen, auf euch ist immer Verlass, ne, ihr schließt eure Sachen immer, was heißt immer sauber ab, aber ihr wisst, was ich meine. Aber, es gibt ein Aber. Wie sehr ist das in deiner Energie? Ich möchte euch ganz kurz zeigen, was an der Unterseite des Decks war, nämlich diese Karte Assessing. Und das ist für mich immer Wassermann-Energie, ne? Die einen Schritt zurücktreten und mal aufs große Ganze zu blicken. Weil ich habe das Gefühl, wenn du einer der Steinböcke bist, die sagt, jo, in der Regel ziehe ich eher so schwierige Sachen an Land. Liebe ist schwierig, Job ist manchmal schwierig, Familie ist schwierig, whatever. Vielleicht liegt das genau daran, ne, dass du diese Dinge attractest, weil du sie erwartest, ne? Weil du erwartest, dass alles mit ein bisschen Aufwand verbunden ist. Und es gibt nicht nur alles, also ne, es gibt das. Es gibt, durch manche Dinge muss man durch, manche Dinge muss man ertragen, ne? Zähne zusammenbeißen und dadurch, das gibt es, aber es gibt nicht nur das.
liebe Steinböcke. Es gibt auch Dinge, die ganz leicht laufen können, ganz einfach funktionieren. Aber wenn du das nicht erwartest, ne, dass Dinge auch mal leicht laufen können, dass Dinge auch mal unschwierig, wollte ich sagen. ja, dass Dinge nicht immer schwierig sein müssen. Wenn du, ne, vielleicht ist da irgendwas in deiner Attraction-Energie, das du jetzt hier möglicherweise eben in der Wassermannzeit erkennen kannst. Wir schauen jetzt mal, was das Universum hier noch zu sagen hat. Ich habe das Gefühl, du schleppst hier auf jeden Fall was mit dir rum. Entweder Verantwortung, ne, das ist so ein Erdzeichen-Ding. Ich bin Jungfrau, ich weiß, wovon ich rede, dass wir uns immer viel aufladen, dass wir uns immer für viel verantwortlich fühlen. Das können aber auch sowas sein wie Schuldgefühle, alter Groll, oder Gedanken an irgendwelche schwierigen Situationen. Wir schauen mal. Wir schauen jetzt als erstes mal, mein lieber Steinbock, was du da noch mit dir rumschleppst, denn ich habe das Gefühl, für mich erinnert diese Resilienzkarte. Sorry, ich habe gerade was im Auge, deswegen rede ich so komisch. Mich erinnert diese Karte ein bisschen an die 10 Stäbe. Ne? Da darf ein bisschen was gehen. Das heißt nicht, dass das Leben immer leicht ist, aber es das heißt auch, dass das Leben auch nicht immer schwer ist. Interessant, ja, der Magier. Der Magier und die 4 Schwerter. Vielleicht brauchst du auch ein bisschen Ruhe. Ne? Vielleicht hast du viel Verantwortung. Vielleicht trägst du viel Verantwortung und musst dir deshalb mehr Ruhe gönnen, ne? Mehr für dich tun, Selbstliebe, Ass der Kelche. Wir schauen mal. Wir schauen mal, wir schauen mal. Ich möchte als erstes mal gerne eine Karte hier zu dieser Resilienz. Die Welt, ja. Meine Lieben, wer die Wochenbotschaft von gestern gesehen hat, ne? Ich habe die Wochenbotschaft von gestern lautet, wir sind gerade in einem Geburtsprozess. Und dieser Geburtsprozess dauert auch noch ein bisschen. Ne? Das ist jetzt keine 3 Tages-Energie und dann, juhu, ist das Kind auf der Welt, sondern wir sind gerade irgendwie in so einem engen Tunnel und aber ne, auf dem Weg aus dieser Enge heraus. Ich habe vorhin tatsächlich mal wieder Nachrichten geschaut. Da hieß es so. Die Bundesregierung hat irgendwie am 20.03. Ganz krasse Corona-Änderungen geplant, welche weiß man noch nicht, aber ne, so Freedom Day-mäßig. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist aber ein interessantes Datum. Der 20.03. Die Politik sucht sich hier für so eine große Befreiungsenergie den 20.03. raus und am 21.03. beginnt das Jupiterjahr, ne, das Saturnjahr. Saturn, dein Herrscherplanet, mein lieber Steinbock, endet. Also hier gibt es definitiv auch irgendwas aus diesem Riesensack, den du da mitschleppst. Der da, ne, vielleicht, um es jetzt mal in diesem Geburtsprozess oder in diesem Kanalprozess zu verbildlichen, vielleicht musst du deinen Sack noch ein bisschen leeren, damit du da durchpasst. Na, vielleicht muss da wirklich noch irgendwas gehen, was. Ja, damit du da ein bisschen freier durchkommst. Ich weiß immer noch nicht was, aber ich habe das Gefühl, du schleppst auf jeden Fall auch noch was Altes mit rum. Etwas, was du nicht mehr brauchst und was dir in deiner Attraction-Energie tatsächlich auch nicht wirklich hilfreich ist. Die 2 Kelche. Interessant. Ich lege sie mal hierher. Ich habe keine Frage gestellt. Kann sein, ne, gerade hier mit Mars und Venus, dass du so ein bisschen dieses Mindset hast. Beziehungen sind harte Arbeit. Überdenk das mal. Ich habe da eine andere Einstellung dazu. Natürlich, ne? Beziehung ist Effort, ne? Beziehung ist, man bringt sich ein, man investiert, aber eigentlich hat Liebe, ne? Liebe, eine glückliche Partnerschaft aus Liebe, zwei Menschen begegnen sich in Liebe, wenig mit harter Arbeit zu tun. Und vielleicht attractest du das, ne? Weil du sagst, jo, ein bisschen schwierig ist immer. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine, meine lieben Steinböcke. Der Narr, meine Lieben. Die letzte Karte der großen Arkana und die erste Karte der großen Arkana. Ein völlig neues Kapitel. Offensichtlich im partnerschaftlichen Bereich, meine Lieben, an der Unterseite des Decks bist du. Was ist da noch in deinem Rucksack? Traust du dich nicht, der Page der Kelche auf dem Kopf?
Traust du dich nicht zu träumen von Leichtigkeit, ne? Der ist ab in die Air. Hier ist die Königin der Stäbe. Vielleicht geht es wirklich darum, dir einfach deiner eigenen Attraction-Energie zu be bewusst zu werden. Dir bewusst zu werden, ziehe ich das vielleicht an, dass da immer irgendwelche Schwierigkeiten sind, weil ich damit rechne, dass immer überall Schwierigkeiten sind, die ich erstmal lösen oder ertragen muss. Der Narr redet von Leichtigkeit. Ne? Es gibt Partnerschaften, die sich so anfühlen, meine Lieben. Und wenn du das bisher noch nicht erlebt hast, dann liegt es vielleicht zumindest zu einem Teil auch an deiner Attraction-Energie. Denn die Menschen, die wir in unser Leben ziehen, spiegeln uns irgendetwas von uns selbst wieder. Page der Kelche. Ich habe auch das Gefühl hier, ne, der Narr. Hier kann auch eine neue Liebe kommen. Ich würde trotzdem gerne wissen, ne, der Teufel, deine Energie, die Welt, die Resilienz, was ist das hier? Ich habe das Gefühl, in diesem Sack ist etwas, was gehen möchte. Wow. Der Wagen, die sechs Stäbe und die beiden sind wirklich aneinander geklebt. Das Ast der Stäbe und die zehn Kelche. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, was gehen will. Ich weiß aber, ich sehe, wo es hingehen soll. Ne? Ich sehe, wo es hingehen soll in eine Erfolgsenergie. Das ist hier die Welle des Erfolgs. Ich sehe die sechs, ich sehe dich in dieser Sechs-Stäbe-Energie. Ne, während sie hier halt sehr gebückt durchs Leben geht, geht sie sehr aufrecht durchs Leben. Ne? Geht sie sehr, auf jeden Fall positiver oder euphorischer, outgoing-Energie mehr durchs Leben. Es geht hier irgendwie ums Vorankommen. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Zusammenhang, um ehrlich zu sein. Was mache ich denn? Egal. Hier ist irgendwie, ne, die Attraction-Energie, das ist für mich Manifestationsenergie. Die Art und Weise, wie du vielleicht durchs Leben gehst, auf Situationen zugehst. Lia. Ich meine, zwei Kelche, der Narr, das Ast der Stäbe und die zehn Kelche. Wenn du ich habe das Gefühl, das ist so dieses neue Kapitel, das auf dich wartet. Und wie gesagt, was da gehen muss, der Mond. Ängste, Unsicherheit, der Turm, Dinge, die noch unverarbeitet in deiner Seele sind, Dinge, die du noch nicht rauskommen hast lassen mit dem Turm. Ich hätte gerne mal eine Karte zum Teufel, weil das bist du. Ja, die zwei Schwerter. Du hast noch eine Blockade und zwar in deiner Manifestationsenergie, wirklich. Der Magier, du hast noch eine Blockade und die zwei Schwerter ist oft so eine Links-Rechts-Schwarz-Weiß-Energie. Und ich sehe hier die Mitte finden. Ne? Ich sehe hier dein Mindset oder deine Einstellung. Es ist schwer, es ist harte Arbeit, bla 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 bla. Die andere Seite siehst du nicht. Ne? Es gibt die gegenteilige Seite von dem, was von deiner Annahme. Ne, von dem, was du erwartest. Und es gibt noch ganz viele Grautöne dazwischen. Ne? Es gibt ganz viel viele Grautöne dazwischen. Also die Blockade hat was mit deiner Energie zu tun. Warum die zwei Schwerter? Die fünf Kelche. Und die neun Kelche, auch das ist eine sehr gegenteilige Energie. Hier erwartet man sowieso immer
Verluste und Traurigkeit und Verletzungen. Und hier erwartet man immer, immer, immer nur das Beste, ne? Und du bist auf einer Seite, offensichtlich. Ich glaube, du bist, ne, du bist auf der Fünf-Kelche-Seite. Kann sein, dass es irgendeine alte Verletzung ist, ne, wo man sich hier befreien muss. Aber ich möchte es so herlegen. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist die Energie von diesen zwei Schwertern. Und hier in der Eremit, irgendwo ist die Mitte. Find heraus, was aus diesem Sack raus muss, ne, tatsächlich glaube ich an Gefühlen. Hier liegt sehr viel Gefühlsenergie. Alte Gefühle oder die Einstellung. Ja, hier liegt Pessimismus und Optimismus. Mein Leben, wirklich. Ne, wieder. Hier liegt Pessimismus und Optimismus. Hier liegt Vorsicht oder ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich muss es euch gar nicht so genau erklären. Ihr wisst, was ich meine. Hier sind ein paar Gefühle. Die du gerne aus deinem Sack heraus fließen lassen darfst, damit du hier da durchpasst und damit hier dieses wundervolle neue Kapitel für dich beginnen kann, ne? Damit es losgehen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Wagen, es will losgehen. Das Universum steht in den Startlöchern, dich nach vorne zu schieben. Aber du passt noch nicht durch diesen Kanal. Ne? Wirklich, du passt da noch nicht durch. Meine lieben Steinböcke. Und das lasse ich hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Der Eremit an der Unterseite des Decks sagt mir, meine Lieben, die Antwort liegt in dir. Es hat was mit dir zu tun, warum du da noch nicht durchpasst. Ne? Soul-Searching-Energie. Schau in dich hinein, nimm dir Zeit für dich, gönn dir ein bisschen Ruhe, setz dich damit auseinander. Wirklich zurück auf diese Wochenbotschaft. Schreib dir deine Gefühle raus, mach dir bewusst, was fühle ich, warum fühle ich das, wo kommt es her, fühle ich das zurecht, ist es rational, ist es nicht rational. Und dann dieser bewusste Prozess, ne, dieser Auseinandersetzungsprozess, gibt dir hoffentlich auch die erlösende Antwort. Meine lieben Steinböcke. Und wir schauen mal. Also hier liegt definitiv ein Soul-Searching-Prozess, auf den gehe ich ein und dann gehen wir auch mal auf diese wundervolle neue Reise ein, meine Lieben. Und dann schauen wir, was das Universum uns sagen will. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für die Steinböcke unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Also hier liegt definitiv eine Blockade in deiner Attraction-Energie. Und die hat etwas damit zu tun, dass du eine sehr hohe Belastungsgrenze hast. Aber die muss ja nicht ausgereizt werden, ne? Du musst ja nicht sagen, ja, mein Sack ist so groß, da passt so viel Schmerz und so viel Sachen rein, die ich schon ertragen habe in meinem Leben. Aber das ist doch nicht das, was du suchst. Ne? Nur weil du das kannst, mein lieber Steinbock. Also setz dich damit auseinander, was von diesen Dingen, die du schon mal ertragen hast in deinem Leben, da wirklich raus können. Denn sobald dieser Rucksack leichter ist, ne, beim Narr im Rider-Waite, der läuft, ja, war super. Der Narr im Rider-Waite läuft ja hier mit seinem kleinen Rucksäckle rum. Und das ist, ne, hier liegt der Narr. Also Rucksack ausleeren ist das Beste, was du jetzt gerade tun kannst, weil das Universum sagt, sobald du da durchpasst, beginnt für dich ein neues Kapitel. Na, sobald dieser Rucksack leichter ist, geht's los. Meine Lieben, kommen neue Chancen, kommen neue Menschen, kommt ganz viel auf dich zu, ne? Erfolgsenergie, Partnerschaften. Ne, zwei Kelche, die 10 Kelche fühlt sich sehr nach Partnerschaften an. Gut, meine Lieben, vielen Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.